um. Gut, mach das mal. Wir gehen hier hoch. So. Ah, Filtering Mode noch umstellen. Da brauche ich auch wieder Sushi, meinen Sushi-Friend. Und mal schauen, wo es hier lang geht. Wo es den Schatz gibt. Ich bin mir sicher, er ist hier in der Nähe irgendwo. Wobei der Begriff irgendwo sehr gut gewählt ist. So. Na, mal schauen, wohin wir hier suchen müssen. Na komm her. Hey. Ach, verdammt. Ich dachte, ich werde ihn los, Will. Ah, spring mal ein bisschen auf dein Köpfchen rum. Yeah, wir waren eh voll. Und machen hier noch eine ordentliche Bauchlandung. Na, der vermehrt sich aber mal kräftig wieder. Nützt dir nur nichts, mein Freund, denn mein Hammer wird es dir geben. Hier. Und weg ist er. Und da gibt es noch einen Bauchplatscher und weg ist der. Fast. Und. Oh, nur eins Klauder. Das ist doch gut. Und dabei wird es auch bleiben, mein Freund. Bei eins. So ist der auch weg. Und ich habe wieder volles Leben. Klasse. Yeah. So gut, dann schauen wir mal hier drüben nach, ob hier vielleicht irgendwo der Schatz ist. Ist eine gute Frage immerhin. Vorhin hat es ja nur grob angezeigt im letzten Part, wo der Schatz hingeflogen ist. Da haben wir wahrscheinlich jetzt einen Rest finden. Na, da geht's aber auch weiter. So. Tja, da ist nichts, da war nur letztes Mal der Yoshi da, aber der ist ja auch schon wieder verduftet. Vielleicht sind wir auch nur in die falsche Richtung gegangen. Wer weiß, wer weiß. Ah, Mann, müssen wir uns genauestens umschauen. Und gerade das ist wahrscheinlich meine Schwäche. So. Und auf. Haha, Überraschung. So, nehmen wir mal den Kleinen hier, weil der kann solche schönen Bauchlandungen hier machen. Bam. Dann ist er jetzt weg. Freut mich. Und ich benutze hier einen Hammer. Dann ist der auch weg. Und freut mich noch mehr. Na, Kampf ist vorbei und ich kriege 2 Sterne in Punkte. Yeah. Weil wenn ich fliehe, verliere ich Geld. Ich bin so knauserig, knauschig, knausch. So bekomme ich Geld. So, bin ich mal schnell. Kriegst mich nicht, haha. Gut, mal schauen. Da ist auch nichts. Aua, Mann! Die wollen mich triezen, triezen. Ich krieg die jetzt noch zu spüren. Komm, mach einen Tsunami. Hallo, was soll der Scheiß jetzt? Ich hab hier noch unten gedrückt. Die wollen mich verarschen, aber volle. Dafür habe ich 6 Sternpunkte ausgegeben. Egal, weg ist er trotzdem. Au, au, au.
Das gibt Ärger. So, ist der weg? Yeah, kriege ich wieder mein Leben. Und bei dem benutzt man Spucker. Haha, Victor. So, 3 Punkte, hart erkämpfte Punkte, aber irgendwie hat das mal gar nicht geklappt mit Sushi. So, da kommen wir auch nicht weiter. Also, schlechtes Heck. So, dann düsen wir hier auch mal ab. Weil da ist anscheinend nichts da. Außer wo man vielleicht noch nachschauen könnte, wäre hier das Eck von Don Raphael. Aber ob es da ist, ist die zweite Frage. Verdammt! So, Sushi, deine Chance auf Tsunami, aber entscheiden diesmal. Aber entscheiden! Schlecht. 7 hätte ich gebraucht. Verdammt! Ist gut. Der ist ja gegessen jetzt. So, drücken, drücken, drücken schnell, drücken, drücken, drücken schnell. Oh toll, der ruft Freund herbei. Gefällt mir gar nicht mal. Und auch hier, schnell, schnell drücken. Schnell. Die wollen mich heute ärgern, die Leute. Für anderen gilt das Gleiche. Wir machen hier eine schöne, fette Bauchlandung auf ihn. Und auch er ist weg. Oh, Weitwurf. Ich lasse mich davon aber nicht beeindrucken, Leute. Und? So, kann er ja jetzt schon machen. Ich brauche hier nur einen Schadenspunkt, um den wegzukriegen. Na, was magst du denn jetzt? Toll. Jetzt bist du aber dran hier. Und fertig ist er. Kampf gewonnen. Hab hier 5 Punkte. Immerhin schon wieder die Hälfte. Wow. So. Schauen wir mal darin da. Ob wir vielleicht irgendwo eine Truhe finden, Truhe finden, Truhe finden. Nein, wir finden nichts. Mal schauen, wo die sie versteckt haben. Müssen wir. Hier. Ach stimmt, da mussten wir die passende Liane ziehen. Und die war diese hier. Haha. So. Mal schauen. Da muss man ja jetzt im Grunde einfach rüber. Muss ich mich mal hier umschauen. Da haben wir ja auch einen Torgang soweit aufgemacht. Hey. Gut, ich kann drüben. Mann, ey. Die dummen Storche sind hier überall im Weg. Gut, dann wissen wir schon mal jetzt, wo er nicht ist. Aber bevor es noch irgendwelchen Ärger gibt, lege ich mich mal kurz hin. So ruhen wir uns aus. Mach ein Schlummerschlummerchen. Und sind dann vollgepowert wieder dabei. Und dann gehen wir weiter. Natürlich nicht ohne abzuspeichern. So. Machen wir uns mal hier auf den Weg.
Keine Angst, Colorado, deinen Schatz finden wir auf irgendeine Weise bestimmt. So, damit hier. Ach genau, bei dem müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Toll. Ey, danke, Leute, echt. Ne, Vulkanwasser haben wir ganz gut. Hätte ich nur nach rechts laufen müssen, nur einfach nur nach rechts und dann hätte ich alles gepackt. Aber nein, ich musste den großen Weg außenrum nehmen. Aber gut, wenigstens, eigentlich hat es nichts Positives, dass ich außenrum gegangen bin. Auch so ein paar Sternpunkte, aber die hätte ich mir so auch geholt. Ah, etc. auch wieder von mir. So, oh, hallo, wie geht's? Wie, du möchtest den Samen? Oh, ich hab dich ja völlig vergessen. Dich habe ich ja völlig vergessen. Ich gab ihnen jemanden namens Colorado? Tut mir leid. Ich bin zu großzügig, dass ich einfach jeden etwas geben muss. Zähneknirsch. Das kann nichts Gutes bedeuten. Never, ever. So, gut. Gehen wir wieder zurück, machen ein Tauschgeschäft mit Colorado. Weil das ist meine letzte Blüte, die ich brauche, verdammt. Dann kann ich in Toad Town die Blumen zum Leben erwachen. So. Hier gehen wir dem Vulkanvase. Mario, gütiger Himmel, das ist der Schatz. Wie in aller Welt hast du... Nun, ich glaube, das steht jetzt nicht zur Debatte. Du wirst ihn mir doch geben. Du gibst ihn mir? Ja? Oh, wie absolut wunderbar. Guter Mann, du bist wirklich das Salz... du bist wirklich das Salz in der Suppe. Ein Hoch auf dich. Ja, ich glaube, es ist nur gerecht, dass ich dir das hier als Dank überlasse. Ein Zaubersamen, das ist mal klasse. Ein Knospi hat ihn mir gegeben, als ich die Gegend durchforstet habe. Ich bin mir sicher, dass es sich um einen besonders wertvollen Sammeln handeln muss, aber ich habe kein Interesse daran. Jetzt, da ich den Schatz habe, erkläre ich dieses Abenteuer für einen vollen Erfolg. Was für eine fantastische Expedition. Sie wird für immer in die Geschichte der Archäologie eingehen. Nun denn, alter Junge, lass uns verschwinden. Auf nach Toad Town. Oh Mann. Da haben wir auch dieses Abenteuer auf der Lava Lava Island gemeistert und machen uns einen Weg nach Toad Town. Oh Mann, ey. Das war vielleicht ein Rundgang. Ach, es war die Yoshi-Siedlung. Soll ich mir mal merken. Nein, die kleinen Brocken. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Nein, never, ever. So, und tschüss. Hey. Nun gut, Mario, alter Junge, hast du dir ja ganz schön Zeit gelassen. Lass uns gemeinsam zurückkehren. Gut. Möchtet ihr nach Toad Town zurückkehren? Ja. Und dann nehmen wir ein Wal zurück nach Toad Town. Was für ein aufregendes Abenteuer. Adieu, Lava Lava Island. Vielleicht werde ich eines Tages zu deinen Ufern zurückkehren. Hui! Ach komm, der hat noch gefehlt, oder? Der hat noch gefehlt. Ich hab's gestöhnt. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin den ganzen Weg hierher geschwommen. Also gut, Mario. Ich hau dir jetzt so in die Hucke voll, dass du jetzt niemals... Was? Warte! Wohin gehst du? Warte, Mario, bleib hier! Komm sofort hierher, du Hasenfuß! Schei! Und da schwimmt er auch wieder zurück. Ich dachte schon, ich muss gegen ihn kämpfen. Aber dank unseren lieben Wal hat er es mir erstmal erspart. Aber gut, wir haben bestimmt nicht zum letzten Mal auf ihn getroffen. Da schwimmt er hinterher. Hey, Kleiner! Gib mal Gas! Oh, geil. Und da kommt der Wal in Toad Town an. Ey, können wir Sushi runterschmeißen? Er ist doch ein Fisch. Ey, cool, das Ding kann man einparken. Wie geil.
Ich bin begeistert von diesem Wald. Er kann alles. Dem Himmel sei Dank, wir sind da. Die Thunfischfähre ist etwas, das ich nicht mehr in Anspruch nehmen will. Trotzdem, danke für die Fahrt. Ich stehe in deiner Schuld. Ich werde erstmal nach Koperheim zurückkehren, um ein wenig auszuspannen. Meine Frau wartet sicher schon. Vielleicht werden sie sich unsere Wege wieder kreuzen, alter Junge. Cheerio! Wow! Ach, da kommt er auch an. Der war diesmal aber ganz schnell. Schnau, schnau, schnau. Ich werde nie wieder in mein Leben schwimmen. So, Mario, diesmal gehörst du mir. Ja! Oh yeah. Schnauf, schnauf, schnauf. Jetzt geht's rund. Mach dich auf etwas gefasst. Wow, noch 20. Das krieg ich mal leicht hin. Gott, oh nein, ich habe fast keine LKP mehr. Und das nur wegen der blöden Schwimmerei. Dann muss ich wohl ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen, um diese Schwäche wettzumachen. Pass gut auf. Mehr Kraft. Oh, er kann fliegen? Wow. Ich kenne all deine Kampftechniken, Mario. Siehst du mein Outfit? Der Stachel, die Flügel? Du kannst mich jetzt nicht angreifen. Ich bin der klügste Kämpfer der Welt. Ich bin unbesiegbar. Spucker. So, komm. Haha, erwischt. Hey, was zur... Darauf war ich nicht vorbereitet. Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Aber gut, er hat recht. Ich, so einfach werde ich nicht erreichen. Daher nehme ich das hier. Haha. So. Nochmal Spucker. Bam. Hey, Mist. Können wir noch irgendwas nehmen? Komm, nimm mal einen Powerblock. Hehe. So, und das letzte Mal nehmen wir die Spuckerfähigkeit. Und weg ist er. Er hat schon ganz schön viele Sternpunkte. Soll mir recht sein. Oh, weißt du was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe Flügel. Wenn ich einfach zur Insel geflogen wäre, hätte ich nicht meine ganze KP verschwendet. Dann hätte ich Mario im Handumdrehen besiegt. Ich bin so blöd, seufzt. So. Arr. Ah, da ist er, ja, kleiner, fertig erstmal. Gut, wir sind auch wieder in Toadtown angekommen. Ich spiele es hier, knapp 19 Minuten. Na dann, ich bin auch wieder mal ein paar Tappen. Schöne Zeit, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.